Eine Bühne und das Bauhaus. Eigentlich im ersten Moment zwei Faktoren, die nicht so recht zusammenpassen wollen. Aber ganz ohne Grund gibt es die Bauhausbühne in Dessau nun auch wieder nicht. Walter Gropius untersuchte auf besagter Bühne schon seit 1921 mechanische und organische Körper im Kontext von Raum, Farbe, Licht und Ton. Und so stehen in der neuen Bauhausausstellung Mensch, Raum, Maschine, Bühnenexperimente am Bauhaus auch die Geschichte der Bauhausbühne und ihre Protagonisten im Vordergrund. Die begann 1921 mit der Gründung der Bühnenwerkstatt als einer eigenen Werkstatt innerhalb der Hochschule für Gestaltung. Und es war, ja, diese Werkstatt war einfach die einzige Werkstatt neben der Vorkurswerkstatt, in der frei künstlerisch experimentiert worden ist. Also die Experimente waren ja vielfältig und das Spektrum reicht von ganz einfachen Raum- und Gestentänzen, in dem so Elementarfragen von Körper und Raum durch ein Schreiten im Raum meinetwegen verhandelt worden sind. Dann mit einfachen Gesten, Bewegungen, allgemeiner, einfachster, tänzerisch, pantomimischer Art. Dann aber auch Lichtexperimente, die mit Taschenlampen begannen und die am Ende zu komplexen Lichtspielapparaten führten. Da wurden reflektorische Lichtspielgeräte gebaut oder es wurden Kulissen geschoben. Es wurde natürlich viel mehr geträumt, als am Ende umgesetzt werden konnte. Man träumte dann auch von großen Maschinen, dass die Bühnenmaschinerie selber zum Darsteller werden kann. Mit dem Thema Mensch und Maschine kamen viele Bauhäusler vor allem während des Ersten Weltkrieges in Kontakt. Viele haben die Schrecken der Kriegsmaschinerie selbst als Soldaten erlebt. Doch nach dem Ersten Weltkrieg galt es, den Mensch und die Maschine in einen anderen Fokus zu setzen. Letztendlich wurde Grundlagenforschung betrieben. Also man hat jetzt keine direkt verwertbaren Erkenntnisse sicher gewonnen, die man sagt, ich bewege mich jetzt so oder so und dann entwerfe ich ein Haus auf diese Weise. Nein, was man dort gelernt hat, war eine neue Sensibilität für das, was Raum ist. Dass der Raum, den wir am Ende gestalten, als Architekten oder Designer, Möbelentwerfer und so weiter, dass der von dem Körper erfahren wird. Das war sozusagen das war das Wichtigste, was man lernen konnte und ja, musste auch. So wie ich mich bewege, hat das Einfluss auf den Raum und genauso hat der Raum wiederum Einfluss darauf, wie ich mich bewege. Wenn ich aber das Sitzen selber zum Thema mache oder wenn ich mich damit konfrontiere in so Versuchsanordnungen, wie kann ich Kombinationen vom Sitzen zum Springen, wie kann ich sitzend laufen zum Beispiel, eine so unmögliche Fragestellung formuliere. Wie kann ich sitzen und gleichzeitig laufen? Dann zwingt mich das zu experimentieren und ich komme in eine Situation, auf die ich nicht vorbereitet bin und ich mache Entdeckungen. Das sind so pädagogische Prinzipien, die auf der Bauhausbühne in solchen Versuchsanordnungen wie Raumtanz, Gestentanz, Formtanz auch probiert worden sind und insofern auch letztendlich auch aktuell bleiben. Kann man immer wieder machen, also auch im Zeitalter des Handys und des Internets und so weiter. Bleiben wir doch die Leiber, die wir immer gewesen sind und müssen uns in den Verhältnissen, wie technisch sie auch immer sind, anpassen. Auch heute wirkt die Bauhausbühne wie ein magischer Anziehungspunkt und liefert auch in der Gegenwart bei verschiedenen Events neue Erkenntnisse. Noch bis zum 21. April 2014 kann man sich die Bühnenexperimente der Bauhäusler vor Augen führen und sich selbst ein Bild vom Wesen von Mensch, Raum, Maschine machen.